Hallo, ich bin der Manuel Schad von SWD Sports. Heute Technikvideo. Wir haben gerade die Elektrik am Johannes am Moped. Der Johannes hat schon wieder einen Termin und muss fort. Sonst hätten wir sie gefilmt, wenn sie fertig ist. Na Johannes, sag einfach ja. Wir haben die Elektrik. Ich würde sagen, der Johannes, du dann einfach mal von seinem Motorrad einen brennenden Kabelbaum jetzt mit einspielen. Machst du das? Das hast du doch als Video, oder? Nee, das habe ich nicht. Ich habe nur das, ich glaube, da war die GoPro schon leer. Ja? In der Regel ist es so, dass wir bei den 33 Jahre alten Motorrädern auch 33 Jahre alte Kabelbäume drin haben. Die Technik ist da auch nicht stehen geblieben. Daher sollte man sich da nicht verstecken. Versteckst du was in dem Rücken? Ich verstecke gar nichts in deinem Rücken. Du musst stehen bleiben. Das hört man alles. Wir müssen uns, soll ich für dich kratzen? Nee, geht schon. Wir müssen uns vor der Technik und vor den Erneuerungen nicht verstecken. Und deshalb habe ich da mal was zum Vorstellen vom Axel Jost. Die Elektronikbox. Die gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen. Einmal hier direkt zum Verkrampen. Zum Verkrimpen, zum Verkranken, zum Anschließen, zum Verlöten, wie ihr es mal machen will. Oder hier, wie beim Johannes, mit dieser Steckerlösung. Ja, gibt für alles, die Box dann auf? Es gibt für alles. Ach, das ist die. Schon wieder dreckig. Es gibt für alles Vor- und Nachteile, also sowohl als auch. Ich packe die mal aus für euch. Was man auf den ersten Blick sieht, ist der Größenunterschied. Ja, das ist deutlich zu erkennen. Das hat sich gereimt, du kannst jetzt auch Rapper werden. Ja, jo, Mann, ey. Wie würde ich die fixieren? Also die würde ich jetzt in dem Fall verkleben. Zwei Löcher bohren auf einem Alu, mit einem Kleber und einen Kabelbinder als Sicherung mit drum machen. Das wäre jetzt meine Lösung für sowas. Kann man natürlich auch mit so einer Art Schlauchbinder festmachen oder man sagt, man macht LED drauf und klebt es hin. Ich würde es auf jeden Fall nicht einfach nur irgendwo rumliegen lassen. Das ist bestimmt nicht gut. Wenn das da fixiert wird, ist es gut. Was wichtig ist, wenn ihr es auf so einem Alu macht, entgradet es, damit sich auf diesen Kanten nicht die Schrauben, nicht die Kabel entisolieren. Wir haben beim Johannes gleich mal richtig begonnen. Wir haben eine Paneele hingebaut, die auch dann als Massepunkt dient. Hier sind die zwei Zündsteuergeräte drauf für die Doppelzündung. Hier die zwei PVL-Zündspulen. Das ist für die Kühlung, damit die Steuergeräte nicht zu heiß werden. Hier kommt die Lichtmaschinen, der Lichtmaschinenregler hin. Und hier ist, wie gesagt, die Elektronikbox. So finde ich das, es ist sauber aufgeräumt. Jetzt, wenn die Kabel noch schön liegen und die Zug entlastet sind und auch nirgendwo Kanten haben, wo sie reiben, dann kann man damit arbeiten. Wie ihr das zu Hause macht, das ist eure Sache. Ihr könnt auch für alles einzelne Halter hinschweißen. Oder könnt es irgendwie reinspaxen oder so. Da gibt es ja tausend verschiedene Ideen. Manche arbeiten auch mit Holz. GFK habe ich alle schon gesehen. Hab schon Holz am Motorrad gesehen. Was, Holz? Holz am Motorrad gesehen. War das nicht bei deinem Bruder sogar? Nee. Das war das Rahmenheck. Nee, das war so ein Bobber. Da war der ganze, die ganze Sitzbank, alles hinten aus Holz und reingespackt mit so Holzschrauben. Und da war die Zündung unten drunter. Also es gibt echt alles. Das gefällt mir jetzt so von der Lösung, ist bestimmt nicht die leichteste Lösung. Dafür aber bin ich ja leicht. Eventuell noch. Es ist halt so, man fängt an, am Anfang war die Leistung noch durchgehend. Dann muss da was weg, muss da was weg, muss da was weg. Und wenn du dann alles dran hast, kannst du immer noch markieren, kannst du sagen, die Stelle brauche ich nicht, da brauche ich keine Lasche mehr. Dann kannst du das Ganze noch ein bisschen leichter basteln. Wir könnten hinten dran noch Löcher bohren, wenn wir wollten, also da kannst du dich richtig auslassen. Das ist, bleibt den Kunden überlassen. Ich möchte eigentlich nur diese Teile vorstellen und mal kurz erzählen, was wir dann beim Johannes machen. Wir schließen hier. Wir schließen hier die ganzen Schalter ein, also Licht, Aufblendlicht, Hupe, Lichthupe, Start, dann der Ausschalter und die Blinker.
Die kommen hier rein und hier unten geht es dann an den Verbraucher, an die Hupe, an, in dem Fall ist es mit Starterrelais, ans Licht, ans Rücklicht. Und das ist dann, finde ich jetzt für den Laien, viel einfacher, als den ganzen Kabelbaum selber zu stricken und mit Relais zu arbeiten. Und damit ihr das wisst, haben wir halt gesagt, wir stellen das mal vor, zeigen es. Ich bin jetzt nicht der, der euch da erklären soll, wie das funktioniert. Also wenn jemand mich jetzt zum Anschließen von einem Kabelbaum braucht, dann kann er es eh vergessen. Ein bisschen der Grundwissen muss hinten dran sein. Wir können auch keine telefonische Beratung machen. Und nicht, ja, was ist denn los? Da geht ja alles mit Lila raus. Muss ich jetzt auf Lila, weil B dort steht, grün machen oder ist das dann blau? Das müsst ihr selber wissen. Und es ist auch wichtig, sich dafür Zeit zu nehmen. Nehmt euch ein Blatt Papier und einen Stift, malt euch die Farben auf, schaut, wo die hinführen, macht euch da euren eigenen, wie heißt das? Schaltplan. Schaltplan. Macht euch da euren eigenen Schaltplan. Danke. Das ist das Souffleur heute. Braucht man, gibt es in jedem Theater, ne? Übernehmen tun wir vom Original hier den Kabelbaum vom Heck, an dem das Rücklicht und die Blinker angeschlossen sind. Der Originalschalter fürs Bremslicht. Hier oben ist die PS13, da haben wir dann den Schalter im Programm. Der sitzt da unten schön dran. Ja, Zündschloss ist das Originale, da könnten wir das Sport hinmachen. Und was wir hier auch noch drin haben, ist der Lenker ist nicht verstärkt und der Lenker ist nicht ausgegossen, sondern hier sind von Cool Ride die Griffheizungskartuschen eingeklebt. Die funktionieren dann so, dass du zwei Stufen hast. Eine warm und die andere ist noch wärmer. Noch wärmer. Wenn es funktioniert und richtig angeschlossen ist. Das war mein Fehler. Jo. Wenn man dann mit unserer Elektronikeinheit, wenn man das jetzt so nennen will, fertig ist, gehen wir hier mal noch weiter. Ich habe es ja kurz erwähnt, dass wir da die Paneele gebastelt haben für die Zündzeitschaltgeräte, die werden wir auch mal verlinken. Das sind jetzt zwei Stück BMW Original. Wir haben den Hallgeber umgebaut, haben den eingegrenzt in der Verstellung, arbeiten mit zwei Original Zündzeitschaltgeräten und haben hier zweimal die PVL 100 Zündspule. Die ist auch so im Shop drin, die gibt es als 104, als 101, als alles mögliche. Wir arbeiten mit der 100, die hält am längsten. Die reißt dann auch nicht unten auf. Und da hat der Johannes halt immer so ein Backup-System mit drin. Wenn dann mal wirklich so ein Schaltgerät abraucht, kann er auf der einen Zündspule weiterfahren. Also hat immer zwei dabei und hat immer zwei Schaltgeräte dabei. Die Doppelzündungslösungen, die ich momentan jetzt so auf dem Markt finde, haben mir persönlich jetzt alle nicht so gefallen. Und unsere eigene Projektzündung, die zieht sich jetzt ja schon über 3 Jahre her hin. Ich weiß nicht, wann die wirklich fertig wird. Ne? Ich kann es euch nicht sagen. Deshalb sind wir darauf ausgewichen. Um euch das Ganze da jetzt wegen schmackhaft zu machen mit der Elektronikbox, machen wir jetzt im Video dann noch einen Code mit rein. Ein Wort. Das kriegt der Johannes dann noch gesagt. Das soll er reinschreiben. Und damit könnt ihr bis Ende des Jahres einen Rabatt auf die Boxen bekommen. Jo. Das war's zu dem Thema. Wenn jemand will, dass man das weiter ausbaut, schreibt es in die Kommentare, schreibt uns dazu, was ihr da wissen wollt, welche Informationen euch fehlen, ob ihr besondere Anleitungen habt wollt oder sowas. Ich gehe da gerne auf so ein Thema ein, wenn ich weiß, in welche Richtung das ausarbeiten soll. Wir kombinieren sowas dann immer mit Schaltern, neue Bremseinheit, neue Kupplung. Jetzt in dem Moment ist es Seilzugkupplung und keine hydraulische. Diese Schalter, die werden wir über kurz oder lang auch im Programm haben, dann, damit wir dem Kunden auch so liefern können, dass er sein Motorrad mit uns zusammenbauen kann. Dann schaut, dass ihr den Code findet. Der ist im Video drin. Versteckt. Versteckt. Am Anfang, Ende, hinten drin. Vielleicht habt ihr ihn ja schon gesehen. Vielleicht auch noch nicht. Hm? Vielleicht auch noch nicht. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es, gebt Kommentare, werdet gern Mitglied in unserem Kanal. Wir brauchen ein wenig Unterstützung, das kostet alles Zeit und Geld und ist aufwendig. Jo. Deine Hosenstall ist auch. Guckt nochmal, ich habe noch diesen Rotz,
diesen Rotzsammler, wie heißt das? Rotzbremse. Bremse. Im November, da gibt es so ein Gruppen-SWT-Konto. Den Link mache ich nochmal oben ins Video mit rein. Wäre toll, wenn ihr mal 5, 10, 3 oder 15 Euro hinschickt oder vielleicht auch mehr, dass wir da ein gutes Ergebnis erzielen bis zum Ende des Monats. Denkt dran, der November, in dem Fall Movember, der ist auch die Zeit zum Schrauben. Ganz schnell ist es Dezember und Januar und die Saison beginnt wieder. Macht euch jetzt Gedanken, was ihr umbauen müsst. Macht euer Moped winterfest. Nehmt euch die Zeit. Jetzt ist er noch da. Kurz vor Weihnachten spinnen sie mal alle. Ich danke euch fürs Zuschauen. Danke, dass ihr uns treu bleibt. Bis bald, euer Manuel Schad von SWT Sports. Die Lila-Kabel sind doch alle von Milka, oder? Ja, ja. Ja, das ist Milka. Ja. Und ich glaube, Rittersport ist rot. Nicht, deswegen ist es ja bunt. Ja. Ja, glaube ich auch. Könnte noch Smarties sein.